Jö, nachdem das jetzt alles schön am Rattern ist und wir alle Module so weit vorbereitet haben, so hoch es halt gerade geht. Wobei ich glaube, das zweite Gottmodul fehlt. Wir haben 100 Gottmodule. Sehr schön. Allerdings sind die Stats davon halt nicht so super toll. Gucken wir doch mal, wie es beim Zweier aussieht. Flup. So, Gottmodul 2. Das hätte schon Produktivität 20. Plus 80% Geschwindigkeit und minus 60 Stromverbrauch. Also das zweite, das können wir echt schon flächendeckend einsetzen. Das heißt, wir machen dazwischen noch ein Ärmchen so. Wir upgraden dich zu einer roten Fabrik. Weil es mir zu lästig wäre, das aus dem Inventar zu nehmen. Und stellen dich bitte her. So, du brauchst Logic Boards. Blau, rosa, grün, grün und das andere Gedöns. Also ich kopiere das mal hier raus. Hier raus und mach die weg. Oh. Das auch alles weg, weil die komplett andere Sachen brauchen. Okay. Also blau Logic Board, grün Logic Board, anderes grün Logic Board und rosa Logic Board. Das hätte ich auch noch in die letzte Folge reinquetschen können. Die da waren, glaube ich, auch noch dabei. Du brauchst echt viel Zeug. Ja, und dann die hier. Die Standarddinger. Die. Davon 50 Stück. So, und du hättest gerne super duper Produktivitätsmodule. Und du reichst keine rüber. Warte mal, wir machen die jetzt. Stopp. Die Kiste weg. Du stellst jetzt nur noch für die Fabrik her. Du bekommst jetzt 100 Gottmodule und es fehlen nur die Logic Boards. Ja, okay. Hier noch mehr Gottmodule. Wobei, wir können die kurz bei dir reinhauen, solange wir keine besseren anderen finden. Wo? Da. Du hast die hier, die haben auch nur 10 Produktivität. Da. Die hätte ich gerne. So. Sogar 5er. Da. Raus. 5er rein. Okay, es fehlt Solder mal wieder und es fehlen auch die anderen Dinge. Es fehlen vor allem die ganzen Logic Boards. Das liegt an Module Logic Boards. Haben die überhaupt? Ja, die müssten wir haben. Ich weiß noch nicht gerade wo. Es ist bestimmt wieder irgend so eine Ferrix Solution Sache. Ja, die hier hinten. Die mucken gerade ein wenig, weil nicht genug Ferric Chloride da ist. Das hier ausgekippt wird. Warum sind die MK4 Roboter in der Kiste? Hä? Okay. Es ist genug Ferric Solution da. Die waren nur falsch angeklemmt. Ja, das ist peinlich. So, macht mal schneller, besser, toller alles. Hi. Das sollte jetzt also auch alles hingekommen. Schön, schön. Dann upgraden wir jetzt nochmal hier ein bisschen rum. Und danach würde ich ganz gerne für ein paar neue Ehen-Artefakte sorgen. Also wir haben jetzt ja das eine Ding aufgestuft, das hier. Aber welches von euch ist das höhere? Du bist MK3, du bist MK4. Okay, das heißt MK4 kommt rein, das andere MK3 stufen wir jetzt auch noch auf. Wenn wir denn die Batterien und Produktivitätsmodule hätten. Batterien haben wir vorbereitet, genau. Auch wenn das hier irgendwie viel zu langsam läuft alles. Das liegt in den Batterien und da haben wir nicht genug Batterien für die Batterien. Hier, Mama. Und zweier Produktivitätsdinger. Das wären hier 50 Stück. Bau den. Und leg den ganzen Rest mal zurück, weil ich habe so viele Zwischenschritte von irgendwelchen Modulen, die ich gar nicht wirklich brauche. Wir brauchen nur 5er. Und dann die Gottmodule demnächst. Gut, die werden wegsortiert. Die Leichen bitte auch wegsortieren.
Und die Roboter haben alle durchgehend zu tun. Ich weiß, das müssten wir auch noch aufstufen. Wir müssten eigentlich die Roboter einfangen und zu Vierern machen und. Aber ich hoffe, dass sobald die Kisten sich langsam füllen, die Roboter auch irgendwann mal eine kleine Verschnaufspause haben. So, du dahin. Und wir haben jetzt zwar 168 Artefakte, aber die sind quasi schon verplant für die Powerrüstung. Das heißt, ich würde ganz gerne erstmal die hier einsammeln lassen. Und dann irgendwo wieder eine kleine Basis zerstören. Nur so ein kleines bisschen. Die da zum Beispiel. So. Komm mit. Da ist eine etwas größere. Habe ich noch langsam Dinger? Ja, ich habe langsam Dinger. Ganz schön viele Würmer. Greift mal, glaube ich, lieber von oben an. Da sind gerade weniger Viecher im Weg. Verlangsam. Weg. Das war's schon an Würmern und Spawner. Jo, gewonnen. Und die neuen Generatoren sind super. Durchgehend Strom, alle Schilde können durchgehend aufladen. Kann ich fast gegen denken. Fast. König kommt nicht ran. Königin meine ich. Nicht übertreiben. Königin ist putsch. Laut. So, das kommt mit. Jetzt haben wir 213. Okay, das reicht für mich schon. Ich wollte nur ganz kurz so 50, 60 Stück rumsammeln, damit wir jetzt 150 haben für die Powerrüstung und noch ein wenig was über für Lila-Trank-Produktion. Das ist soweit okay. Mauern habe ich immer noch nicht aufgestuft, fällt mir gerade auf. Hatte ich ja mit dem Gedanken gespielt, diese elektronischen Dinger zu nutzen. Wobei ich die ein wenig komisch finde mit dem Abstand und all sowas. Müssen wir später gucken. Momentan haben wir ja nicht wirklich Gefahr, dass wir überrannt werden. Das heißt, ich gucke jetzt mal, was wir noch so brauchen könnten. Stahl ist okay, Chips sind okay. Solder und Tint Wire ist unten okay. Ich sollte das mal so einstellen, dass die ganzen Bob-Komponenten, also die Sachen hier, so weit vorrätig sind, dass es auch immer schön im System auftaucht, weil von denen hängt fast alles ab. Das heißt, ich gucke mal runter zu den Fabriken und wusel da ein bisschen dran rum. Wie viele Zweier-Gottendole haben wir inzwischen? 7. Nehme ich schon mal mit. Die hätte ich eigentlich ganz gerne hier unten und gesichert. Ist okay. Die hier. Ihr habt 600 pro Stück. Das sind 1200, 2500. Sollte eigentlich also in der Mitte rum sein. Und da haben wir auch 2400 von denen. Also Electronic Components haben wir genug. So, die hier. Basic Electronic Components. Ja, die sind oben leer und unten voll. Aber davon müssten wir jetzt auch genug haben, oder? Wo sind die? Ja, die sind noch weiter oben. Die sind bei 9800. Das heißt, es ist echt nur Solder herummuckt. Weil wir nicht genug Solder Plates haben. Nein, Solder Plates haben wir. Die Kiste ist nur leer. Mach die Kiste mal beschränkt auf so. Du beschränkt auf so. Das heißt, Solder sollte jetzt auch oben demnächst auftauchen im Logistiksystem. Okay. Hast schon Produktivitätsmodule, du auch, du nicht. Kommst mal ein paar. Bis wir später alles durch Gott ersetzen können. Hier stufen wir ein bisschen wieder auf. Flop. Rup, rup. Rup, rup. Haha. Ah, ich mag das.
gut, dass wir genug rote Fabriken hatten. Mit dem Ersetzen von dem Rest warte ich noch ein kleines bisschen, damit nicht die Fabriken abgerissen werden und keine neuen da sind zum Setzen. Weil ich weiß nicht, wie viele vorrätig sind. Was fehlt noch? Mal kurz hoch. Resin-Fabrik brauchen wir nicht, weil wir das andere haben. Batterienherstellung. Oh, die muss auch aufgepimpt werden. Mach mal hier die da rein. Und du nimmst die raus und machst auch 5er rein. Crushed FC fehlt noch immer. Hatten wir das nicht gelöst und so? Achso, wir haben nur einen Crusher, der das macht. Das könnte das Problem sein. Geh mal hier runter. Genau, du. Und du verträgst keine Module. Das heißt, ich müsste noch einen Crusher bauen. Ja. Okay, bau da C. Du brauchst Wasser. Das ist lästig. Können wir also nicht irgendwo dazwischen klemmen. Müssten wir da drunter bauen. Was ist das hier für eine Anlage? Wird nicht benötigt mehr. Ich klau das mal alles. Habt ihr eine Weile zu tun mit der Kohle, aber... Mh. Den Rest klaue ich mal. So. Wo käme Kohle hin? Hier hinten, ne? Haben wir keine Kiste hierfür. Okay, dann machen wir hier eine Kiste hin. Die Kohle bekommt. Mit einem Ärmchen, falls irgendwann die Minen mal ausgehen. Was recht unwahrscheinlich ist. Da. Nimm. Crusher. Ich muss eben gerade an Ivan denken aus Strict Alliance. Crusher. Du. Da und da. Du hättest gerne Crush das da. Shift rechts, Shift links. Und du hättest gerne Kiste. Alles ein wenig kompakter gebaut bei euch. So. Dann Shift rechts, Shift links, Shift links. Das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Richtig? Wenn denn Charge Chunks ankommen würden. Ah, jetzt kommen sie. Okay. So, das sollte das Problem mit dem Crushed FC beheben und das behebt dann das Problem mit den Batterien und das behebt dann mit diverse andere Probleme. Okay. Haben wir genug? Nee. Wir haben nicht genug Charged Chunks hier hinten. Wobei die Roboter schon wieder so weit am Fliegen sind. Oh, und sehr schön. Wir haben arbeitslose Roboter. Darauf habe ich gewartet. Weil wäre das nicht demnächst gekommen, dann hätte ich wirklich... manuell Roboter upgraden müssen und so weiter. Da hatte ich nicht so Lust drauf. Du... mal doch, du funktionierst einigermaßen. Okay, eigentlich. Ich gebe dir trotzdem mal hier ein bisschen Speed. Strom ist okay, ne? Ja, 326 Gigawatt. Ah, das ist super. Upgrade hier mal bitte ein bisschen. Die da. Und die da. So. Power Armor braucht ewig. Warum brauchst du so ewig? Weil wir keine grünen Tränke haben. Was? Habe ich schon wieder was verpasst? Offensichtlich. Okay. Wir fixen jetzt das grüne Tränkchen-Problem. Das müsste da unten irgendwo sein. Es werden keine grüne Tränke hergestellt, weil keine Transport Bells hergestellt werden, weil ich die Fabrik zerstört habe. Würde passen, ha? Huh? Yep. Wir haben keine Fabrik mehr, die Ärmchen, die Fließbänder herstellt. Okay. Wir hätten gerne hier eine Fabrik, die Fließbänder herstellt. Und zwar ganz normale gelbe Fließbänder. Eisenplatten, Steinzahnräder. Eisenplatten, Steinzahnräder.
So, und du wirst auch mal rot. Und du wirst auch mal ansatzweise produktiv und schnell. Okay, schnell kann ich knicken. Das braucht die Fabrik nicht. Und ich beschränke dich nicht. Ja doch, ich beschränke dich. So, ich beschränke dich da drauf, damit immer genug Vorräte sind, aber nicht zu viel, damit nicht wieder unser ganzes Eisen verbraucht wird und alle Roboter mit hin und her fliegen beschäftigt sind. Okay. Reaktor hatte ich jetzt reingeschmissen, ne? Ja. Kann ich schon bessere Schäle? Ja, könnte ich. Bräuchte nur blaue Chips und zweier Produktivitätsmodule. Pflück die mal raus. Ein paar davon. Nimm zweier Produktivitätsmodule und nimm blaue Chips von da. Haha, sehr gut. So, und bau mal hier 12 von denen. Wieso so viele? Achso, mit den ganzen Zwischenschritten. Nee, ich will keine Zwischenschritte haben. Ich will nur die verwenden, die ich im Inventar habe. Und wir brauchen jeweils 2 MK2, um einen MK3 zu bauen. Das ist völlig okay. Zeig mal. Du hast eine Energy Consumption von 360. Du hast eine von 480 und du hast mehr als doppelt so viel Schild. Hammer. Okay. Gehen wir alle raus. Das heißt, wir können jetzt noch 4 davon bauen. 1, 2, 3, 4. Und damit sollten wir wirklich bald unsterblich sein. Also gefühlt kommen wir in den High-High-End-Bereich. Was schon mal ganz schick ist. Allerdings haben wir immer noch diese komischen Engpässe zwischendurch, die aber primär durch Abrissfehler entstehen. Gottmodule, 21 Stück. Oh, sehr schön. Frage ist jetzt nur, wo tun wir die hin? Was verbraucht sehr viel Strom? Oh, Replikatoren, richtig? Replikatoren produktiver, schneller und energiesparender zu machen, klingt sehr gut. Geh mal hier hin. So, du hast eine Crafting Speed von 4 und verbrauchst 1,3 M. Passt nur ein rein. Das habe ich vergessen. Okay. So, jetzt hast du einen Crafting Speed von 7,2. Verbrauchst weniger als die Hälfte. Und bist auch noch produktiv. Und wie gesagt, es passt nur einer rein, also kann ich einfach so machen. Und hier bum, 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 bum.